Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf diesem neuen Video. Meine lieben Freunde, ich habe festgestellt, dass über 90% meiner Zuschauer meinen Kanal nicht abonniert haben, aber trotzdem sich meine Videos reinziehen, ja? Sehr, sehr traurig. Wenn ihr euch schon meine Videos reinzieht und euch die Infos holt, bitte lasst mir doch bitte auch ein Abo da. Supportet meine Arbeit, supportet mich. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Wenn auch ihr nicht meine Videos feiert, warum guckt ihr es euch dann an und abonniert nicht meinen Kanal? Ich verstehe es nicht. Naja, lassen wir das und gehen wir mal weiter zu diesem Video, meine lieben Freunde. Ja, der Rapper Pashanim ist wohl ein Newcomer. Ja, also ich habe bisher mir wirklich nicht großartig viel von ihm reingezogen. Er soll wohl einer der, krassesten Newcomer sein seiner Zeit. Ja, würde ich mal so sagen. Also neben Mero und den anderen Newcomern, die es in den letzten Jahren gab, soll wohl er ein aufstrebendes Talent sein, ja. Auch wenn es in den einigen Monaten etwas musikalisch ruhiger wurde um den jungen Künstler, zählt Pashanim definitiv zu einer der angesagtesten Newcomer der Szene. Flair hat in einigen Interviews verraten, dass er bei Pashanim angefragt hatte und hat prompt einen Korb bekommen, sprich eine Absage, dass er mit ihnen keine Kooperation oder Feature machen wollen würde. Eigentlich sehr, sehr schade, weil das wäre, glaube ich, ein riesiges Sprungbrett für den Newcomer gewesen. Aber naja, er wollte es wahrscheinlich oder will es wahrscheinlich selber versuchen. In einem Interview mit Bruce sagte er: Ich habe gehört, der will gar nicht mehr rappen. Ja, der hat auch gehört, wegen Kopfick und so, ne? Irgendwie. Ich habe einmal mit ihm geschrieben, ich meine, lass einen Song machen, hat er mir abgesagt. Man hat ja keinen Bock, oder? Er macht erst gerade, er meint, er will erstmal mit seinen Jungs gerade machen. Und in einem aktuelleren Interview sagt er folgendes: Vor einem Jahr habe ich ihn mal angeschrieben, da war das Ding gerade on fire, sprich er war wahrscheinlich da zu der Zeit wirklich krass am Hypen, der Pashanim. Ey krass, finde ich cool, wenn du Bock hast, lass mal was machen. Hat er mir direkt einen Korb gegeben, sagt Flair in dem Interview. Ja, also wirklich sehr krass, dass der Rapper Pashanim Flair einen Korb gegeben hat. Zwischen den beiden Rappern Flair und Pashanim läuft immer noch guter Kontakt und es gibt kein böses Blut oder Beef oder sonst was, also macht jetzt keinen Fitner, meine lieben Freunde. Alles gut. So, Freunde, das war's mit diesem Video. Ich danke euch fürs Einschalten. Peace and out.